Hallöchen, ihr Lieben, wie schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ist heute alles ein bisschen anders. Ich habe heute kein direktes Mathe-Video mit dabei, sondern ich werde jetzt heute die Fragen klären, die ihr mir im Community-Tab und in der Story auf Instagram gepostet habt. Ich war echt gespannt, welche Fragen ihr an mich gestellt habt, doch uns kamen einige zusammen. Dementsprechend holt euch einen Tee. Das Ganze kann, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt los mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist: Hattest du Mathe als Abi-Fach? Ja, tatsächlich hatte ich. Ich hatte Mathe als drittes Fach, das heißt nicht als Leistungskurs, allerdings dementsprechend dann als drittes schriftliches Fach. Die nächste Frage ist: Wie alt bist du und wie kam es dazu, dass du mit Videos angefangen hast? Jetzt gerne, trau dich mal, mach mal ganz kurz Stopp in diesem Video und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du denkst, wie alt ich bin. Keine Sorge, ich bin da nicht irgendwie böse oder so. Doch schätz mich gerne mal ein. Was denkst du, wie alt bin ich? Jetzt gibt es natürlich auch die Auflösung. Ich bin tatsächlich 36 Jahre alt und ich habe damals angefangen mit Videos, weil ich Nachhilfeschüler hatte, denen ich gerne noch ein paar Inhalte mit auf den Weg geben wollte, außerhalb der Nachhilfestunde. Denn häufig ist es ja in Mathe nochmal so, dass man die Inhalte direkt nach der Erklärung versteht. 2, 3 Tage später hat man vielleicht schon den einen oder anderen Erklärungsschritt vergessen. Also sind so die Videos entstanden für meine Schüler, damit sie halt noch besser betreut werden. Gab es einen Knackpunkt, ab dem du Mathe einfach verstanden hast? Also nach dem Motto, ich bin morgens aufgewacht, wurde erleuchtet und konnte dann Mathe? Nein, so einen Tag gab es leider nicht. Ich selber stand in der Unterstufe schon mal 5 in Mathe, unter 4 Minus, irgendwie was dazwischen und habe erst an mir dann oder die Art und Weise, wie ich lerne, geändert und ab dem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich Mathe verstanden. Was arbeitest du? Okay, wie viel Zeit habt ihr? Wollt ihr die Short-Version, die ich tendenziell dann gebe, wenn ich keine Lust auf eine Unterhaltung habe? Dann sage ich nämlich ganz gerne, ich bin Mathe-Schmerzlöserin. Denn ich glaube tatsächlich, es gibt keinen einzigen Begriff, der genau das beschreibt, was ich wirklich mache. Falls du selber eine Idee hast, schreib das gerne mal in die Kommentare, weil dann kann ich diese Frage künftig einfach besser beantworten. Aber ich hab mehrere Themenfelder. Also erst einmal weißt du, dass ich hier zum Beispiel Videos produziere auf YouTube, genauso auch auf den anderen sozialen Plattformen. Da kommen auch sehr, sehr regelmäßig Inhalte. Also man könnte schon mal sagen, ich bin Mathe-Content-Ersteller. Dann habe ich gerade auch schon erwähnt, habe ich Nachhilfeschüler, das heißt, ich unterrichte privat zu Hause oder beziehungsweise online. Ich gebe außerdem Kurse, gerade Abi-Kurse. In den Osterferien startet ja der Crash-Kurs. Jetzt gerade aktuell läuft das Abi-Coaching. Und außerdem schreibe ich Mathe-Skripte. Also, wenn du eine Idee hast, wie man das Ganze alles zusammenfassen kann, sei kreativ, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Die nächste Frage ist: Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad der deutschen Schulen auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen? Super interessante Frage und super schwierige Frage, da ich keine Ahnung habe, wie die Schulen im Ausland sind. Dementsprechend kann ich natürlich auch diese Einschätzung gar nicht vornehmen. Ich weiß einfach nicht, was genau im Ausland unterrichtet wird, wie da der Schwierigkeitsgrad ist. Und dadurch, dass mir dann dieses Verhältnis fehlt, kann ich natürlich die deutsche Schule auch gar nicht so gut einschätzen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass zum Beispiel die universitären deutschen Abschlüsse einen sehr, sehr guten Ruf im Ausland haben. Und wenn wir jetzt einfach mal frecherweise von der Universität auf die Schule schließen, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt als sehr einfach empfunden wird. Das ist allerdings nur so eine Gefühlsnummer. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Die nächste Frage ist: Was hältst du vom Schulsystem? Jo. Okay, mein erster Impuls, beziehungsweise das erste Wort, was mir eingefallen ist, das werde ich jetzt hier einfach mal nicht äußern. Doch ich versuche es einfach mal ganz kurz zu umschreiben. Also, ich finde es super faszinierend, dass wir in einer Zeit leben, in der die Digitalisierung so schnell vonstatten geht. Wir entwickeln uns täglich weiter. Das geht alles ultra schnell. Und desto beachtenswerter ist es ja, dass wir immer noch ein Schulsystem haben, welches Jahrzehnte alt ist. Beachtenswert. Beachtenswert schlecht. Also, ich glaube, ich bin kein Fan davon, was oder wie in Deutschland hier unterrichtet wird. Nächste Frage. Wirst du von manchen nicht ernst genommen, weil du eine Frau bist und Make-up trägst und viele ja Vorurteile dazu haben? Also dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie in einer Firma oder so arbeite, sondern hier tendenziell alleine bin, habe ich diese Vorurteile definitiv noch nicht mitbekommen. Was ich allerdings sagen kann, dass es in der Uni teilweise schon ein bisschen, also keine direkte Ausgrenzung oder Diskriminierung war,
Doch wenn du da tatsächlich in manch einer Mathe-Vorlesung reinkommen bist, als Frau geschminkt oder sonstiges, dann gab es zumindest mal den ein oder anderen verwirrten Blick. So, das kann man, glaube ich, ganz gut so darstellen. Die nächste Frage ist: Ich lerne für die Mathe-Klausur, kriege aber trotzdem 5. Was mache ich falsch? Ja, dadurch, dass ich dich als Person und deine Situation nicht sonderlich gut kenne, kann ich das natürlich nicht so pauschal beantworten. Doch vielleicht mal so einen kleinen Tipp. Das war zumindest bei mir so. Die erste Schraube, die ich gedreht habe, war das, wie viel lerne ich? Und das hat so ziemlich gar nichts gebracht. Ich habe dann einfach versucht, jede freie Minute irgendwie zu lernen, damit dann plötzlich die 5 in Mathe einfach weggeht. Jo, dann kam vielleicht ab und zu mal eine 4 minus, aber so richtig erfolgreich war die Nummer nicht. Denn häufig ist es so in meinen Augen, dass gar nicht so die Zeit entspricht oder die Zeit oder die Dauer wichtig ist und darüber entscheidet, welche Noten du schreibst, sondern die Art und Weise, wie du lernst. Und hierzu vielleicht mal ein Tipp, den möchte ich gerne mal mit dir teilen, ist in Mathe: Rechne unbedingt oder übe unbedingt mit Aufgaben, von denen du Lösung hast. Denn häufig ist diese Taktik, ja, ich rechne mal irgendeine Buchaufgabe und das wird schon irgendwie stimmen, ich kam ja schließlich zum Ergebnis, eine nicht unbedingt gute Taktik, wenn du noch nicht der Profi in dem Thema bist. Such dir am besten Aufgaben aus dem Internet raus, von denen du genau weißt, dass sie richtig sind. Das heißt, der Herausgeber sollte dann schon irgendwie dein Vertrauen haben. Oder aber schau dir mehr als ein Video an. Du weißt zum Beispiel, dass es ganz, ganz viele EdTuber hier auf YouTube gibt, die alle wunderbar erklären können. Schau dir irgendwie zwei, drei Erklärungen an. Und beim vierten Video machst du einfach mal Stopp nach der Aufgabenstellung und rechnest dann die Aufgabe dieses Videos eigenständig. Nachdem du fertig bist, lässt du das Video zum Beispiel weiterlaufen und dann vergleichst du deine Lösung mit der Musterlösung im Video. Vielleicht wird dich dann auch dann die Erklärung dazu bringen, dass du vielleicht, falls du einen Fehler gemacht hast, genau weißt, wo deine Schwäche oder wo dein Fehler lag. Also kurz gefasst, das war es jetzt zwar nicht, aber nochmal zusammengefasst, lerne in Mathe auf jeden Fall mit Aufgaben, von denen du die richtige Lösung hast, im besten Fall auch einen kompletten Rechenweg. Nächste Frage. Hast du Tipps gegen Nervosität gegen das Mathe-Abi? Naja, ihr wisst auch, im Community-Tab hat ja auch die Abstimmung oder hat die Abiturvorbereitung in der Abstimmung ja auch haushoch gewonnen. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall zum Thema die richtige Vorbereitung aufs Mathe-Abi ja noch ein Video eigenständig produzieren. Aber eine Sache, die mir damals tatsächlich sehr, 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 sehr gut geholfen hat, ist folgende. Und zwar habe ich meinen Lernprozess erst einmal damit begonnen, dass ich eine ausführliche Checkliste erstellt habe. Die Checkliste habe ich dann am Anfang ausgefüllt. Kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht. Weil die Themen, die ich sowieso kann, da wollte ich jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Und bei den Themen, die ich mit kann ich nicht angekreuzt habe, bin ich dann natürlich irgendwann in die Übungsphase gegangen oder in die Lernphase und das Ganze natürlich dann so aufgebaut, dass ich genug Zeit hatte, sodass ich gar keinen Zeitdruck am Ende hatte. Und ja, dann am Ende, kurz vor meiner Abi-Prüfung, habe ich diese Checkliste nochmal ausgefüllt. Und als ich dann sah, dass ich tatsächlich alle Themen meiner Ansicht nach beherrsche, also dieses kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, hat dann dazu geführt, dass ich erst einmal einen Tick beruhigter war. Denn ich glaube, die meiste Prüfungsangst wird dadurch erzeugt, dass man denkt, man kann ein Thema nicht. Das heißt, der eigene Wissensstand ist hier und dass die Herausforderung in der Prüfung eher hier ist. Und dieser Unterschied, der führt dann in der Regel zu diesem Stress und zu dieser Angst. Und ja, wenn man genau weiß, man kann alles, dann hat man tendenziell in der Regel weniger Angst. Nächste Frage. Warst du schon immer gut in Mathe? Nein, ich stand mal in Mathe 5. Also, das war tatsächlich nicht immer so, dass ich im Mathe-Crack war. Das habe ich mir dann Stück für Stück erarbeitet. Und es war dann auch noch begünstigt durch einen Lehrerwechsel in der Oberstufe, weil in der Oberstufe hatte ich dann plötzlich eine richtig, 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 richtig tolle Mathe-Lehrerin. Die nächste Frage ist: Welche Fächer hast du noch studiert? Deutsch und ja, wegen Lehramt Pädagogik ein Stück weit. Dann kommen bald noch mehr Skripte. PS, das Analyse-Skript ist mega. Also erstmal danke für dein Lob. Es freut mich natürlich mega, oder es freut mich richtig, dass dir das Analyse-Skript gefällt. Und es kommen tatsächlich bald neue Skripte. Ich bin jetzt gerade in der Vektorrechnung zugange. Das heißt, bald wird das Grundkursskript zur Vektorrechnung erscheinen, kurz danach der Leistungskursskript. Und ja, da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, beziehungsweise schaut gerne mal das eine oder andere Mal im Shop vorbei. Dort werdet ihr dann auch die Skripte finden. Nächste Frage. Hast du Mathe studiert? Ja, auf Lehramt und dann erfolgreich abgebrochen. So, vier Fragen noch. Sind Sie in Berlin? Arbeiten Sie in der Schule? Nein, ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus NRW und ich arbeite nicht in der Schule. Bist du eigentlich kitzelig? Yep, und zwar überall. Vorletzte Frage. Oh, die ist ein bisschen länger. Ich würde gerne wissen, ob du der Meinung bist, dass Mathe ein einfaches Unterrichtsfach im Vergleich zu anderen Fächern ist.
Also, ich glaube, der breite Tenor ist eher, dass Mathe als relativ schwer empfunden wird. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wie gesagt, im Vergleich zu manchen anderen Fächern. Und natürlich habe ich mir auch in der Laufe der Zeit die Frage gestellt, woran das Ganze liegt. Und ich kam zu folgendem Entschluss. Korrigiert mich gerne, wenn ihr vielleicht noch weitere Aspekte seht oder schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu dieser Frage in die Kommentare. Empfindet ihr Mathe als ein schwieriges Unterrichtsfach oder als ein leichtes oder als ein mittelschweres Unterrichtsfach? Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal so meine Analyse. Ich glaube, Mathe ist relativ undankbar, wenn man in der Unterstufe Lücken aufgebaut hat. Denn in Mathe ist es ja so, und ich glaube, da sage ich euch nichts Neues, dass Themen aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn ich etliche Lücken in der Vergangenheit hatte und die nicht beseitigt habe, habe ich gar keine Chance, ein neues Thema zu verstehen. In anderen Fächern ist es meistens ja eher so, dass entweder Themen komplett in sich geschlossen sind, und sobald man von einem Thema zum nächsten Thema springt, hat man quasi einen Cut und das ganze Vorwissen davor oder beziehungsweise das Wissen über das andere Thema ist gar nicht nötig. Oder aber man kann sich ganz, ganz häufig noch ein bisschen rausreden. Einfach mal als Beispiel, wenn ich in Deutsch eine Gedichtsanalyse schreiben soll, ich aber vielleicht in einer Erörterung ein paar Probleme hatte, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht eine sehr, sehr gute Gedichtsanalyse schreiben soll oder kann. In Mathe ist es halt, wie gesagt, so, dass dann viele Bausteine oder dass über viele Jahre einzelne Bausteine eingeübt werden, die dann quasi in der Oberstufe zusammenkommen und wenn dann ein paar Bausteine davon fehlen, bricht dieses ganze Gerüst einfach in sich zusammen und ohne das Schließen dieser Wissenslücken werden dann die neuen Themen einfach mal gar nichts und oder zumindest mal nicht ausreichend gut. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich so eines der Gründe, warum Mathe als schwer empfunden wird. Letzte Frage: Wie war deine Abi-Zeit? Waren das lockere Jahre oder gab es da hauptsächlich Stress? Es waren für mich relativ lockere Jahre, weil ich sehr viel daran verändert habe, wie ich lerne, nicht wie lange, sondern eher wie. Dementsprechend habe ich mich dann auch ganzheitlich in der Oberstufe deutlich verbessert. Und dadurch, dass ich meinen Zeitplan für meine Abiturprüfung relativ frühzeitig aufgesetzt habe und ich genau wusste, bis wann ich was können muss und wie viel Zeit ich dann jeweils habe, war das zumindest mal, was zeitlich gesehen ist, absolut drucklos. Denn ich wollte zum allerersten Mal in meinem Leben bei der Abiturprüfung nicht das Gefühl haben, so nach dem Motto, ah, 2, 3 Tage mehr, dann wäre es noch besser geworden. Das hatte ich nämlich in der Vergangenheit bei ganz vielen Klausuren. Habe ich zum Glück das erste Mal in meinem Leben erfolgreich überwunden, quasi diesen Fehler. Und dementsprechend war das relativ entspannt. Ja, das waren auch schon eure Fragen, meine Antworten. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Habt ihr Bock darauf, dass ich ab und zu in unregelmäßigen Abständen mal so ein Video hochlade? Natürlich soll es hier auf dem Kanal immer noch um Mathe hauptsächlich gehen, denn wir sind hier auf dem Mathe-Kanal. Doch ich glaube, das ist mal eine ganz, ganz lustige Abwechslung. Und ja. Wie gesagt, haut sehr gerne eure Fragen in die Kommentare, denn gerade unter diesem Video werde ich dann halt, falls gewünscht, beim nächsten Video mal drunter schauen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Erfolg beim Lernen.